Hallo, ich bin der Timon, CTO und Gründer von der Frei Media GmbH. Das Frei in der Lindengasse 53 soll eine Virtual Reality Lounge werden. Wir haben eine sehr schöne Bar oben und unser Plan dahinter ist eigentlich, für euch die Virtual Reality ein bisschen näher zu bringen, indem wir euch die ganzen Produkte vorstellen, euch ein paar Demos zeigen. Und in weiterer Linie, wenn das Ganze mal ein bisschen mehr Marktreife erlangt hat, euch so eine Art Spielhalle zur Verfügung zu stellen, wo wir, also ich komme aus dem Simracing, wir bauen uns oben gerade 4 Rennsimulatoren auf mit richtigen Motion Seats, Lenkrädern, Shiftern, allem drum und dran. Und es ist dann wirklich so, als würdest du im echten Auto sitzen. Das ist halt eines der Angebote, die wir uns überlegen. In erster Linie geht es uns jetzt einmal darum, auch eine Community aufzubauen, wirklich die lokale Szene, die sich für VR interessiert, auch wirklich hierher zu holen, aus dem Ganzen einen Hub zu machen, einen gemütlichen Ort, wo man sich einfach über VR informieren und unterhalten kann, in erster Linie. Genau, das Rahmenprogramm ist natürlich gute Musik, Drinks, bitte trinkt so viele könnt, damit es uns auch länger gibt, nicht, dass wir gleich wieder zusperren müssen. Wir haben hier unten eine wunderschöne Bar, eine richtige Event-Location, die jetzt momentan mal so bleibt, wie sie ist. Wenn alles gut läuft und ihr fleißig trinkt bei uns, dann wird es vielleicht einmal ein Holodeck geben, wo man wirklich frei herumlaufen kann und coole Sachen erleben kann. Steht jetzt mal noch ein bisschen in den Sternen, momentan bleibt es mal so, wie es ist und steht natürlich auch für alle möglichen Zwecke zur Verfügung. Wir haben zum Beispiel morgen ein Treffen mit den Barcraft-Leuten, die möchten hier ihre E-Sport-Übertragungen gerne sich anschauen können auf einer Leinwand und nebenbei ein bisschen offline StarCraft spielen. Das werden wir denen auf jeden Fall ermöglichen. Und es geht nicht nur um Gaming, aber natürlich sehr viel um Gaming, wenn es Virtual Reality ist. Wir werden aber auch Reisen anbieten, Kurzausflüge, wo auch immer hin, ja, ob zum Mond, unter Wasser oder einfach in eine andere Stadt, Museumsrundgänge, was auch immer. Die Möglichkeiten sind ja echt riesengroß. Und ich habe einfach Bock, euch das alles näher zu bringen. Ich habe mir jetzt das meiste von dem, was es in Virtual Reality bald geben wird, schon mal angeschaut. Und obwohl ich schon sehr viel darüber wusste und auch schon sehr viel ausprobiert habe, bin ich immer wieder geflasht, was mit welchen neuen Neuerungen die Leute alle 2-3 Wochen um die Ecke kommen. Und genau darauf habe ich Bock. Ich habe mein Wohnzimmer quasi hierher verlegt, habe es ein bisschen vergrößert und die Technik um einiges aufgerüstet. Und habe einfach Bock, das mit euch zu teilen. Wie das finanziell dann ausschaut, wird sich hoffentlich bald rausstellen. Eröffnen möchten wir, wenn alles gut geht, jetzt in einem Monat. Da wird es nicht gleich alles geben, weil natürlich auch die Brillen erst nächstes Jahr rauskommen. Es gibt aber die Gear VR, das heißt, alles, was es jetzt geben wird am Anfang, wird kostenlos zur Verfügung stehen. Da bitte ich euch umso mehr, ordentlich an der Bar zuzuschlagen, weil ansonsten können wir euch das Ganze nicht finanzieren. Und dann mit der Zeit, wie gesagt, wenn das besser wird dann, und wir die Lizenzen endlich haben und die Brille für uns zur Verfügung steht, sodass wir auch Geld damit verdienen dürfen, dann wird es ein größeres Angebot geben und dann wird es richtig lustig werden.